Omi bedeutet ja nichts anderes als Massage. Und die Frage ist eher, was macht eine Massage hawaiianisch? Mein Name ist Uwe Schorp. Ich bin Heilpraktiker und Kunsttherapeut und ich arbeite hier in Hamburg mit meiner Praxis seit 2007 niedergelassen, hauptsächlich mit der Heilkunde aus Hawaii, da im Speziellen auch mit hawaiianischen Massagen, aber auch mit Kunsttherapie und Psychotherapie. Ja, die Massage kommt aus Hawaii und es ist so, dass Kinder schon ganz früh Massage quasi an die Hand bekommen. Beispielsweise lernen sie auch von der Großmutter, wie sie auf dem Rücken mit ihren Füßen entlanglaufen können. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was passieren kann, dass generationsübergreifend Spaß und Freude entsteht, dass gegenseitiger Respekt da ist. Das ist die Basis dieser Kultur, also Berührung und Massage ist auch ein Mittelpunkt, um ein erfülltes Leben zu führen. Wenn ich das so beschreiben würde, dann ist das auch das Leitbild meiner Arbeit in meiner Praxis, dass ich Menschen begleite und wirklich mit ihnen zusammen daran arbeite, das Leben aus einem eigenen Impuls heraus zu gestalten. Wie entsteht das wunderbare Gefühl, dass du von dem Massagetisch aufstehst und dich quasi wie neu geboren fühlst? Wir sehen den Menschen eher als ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und es ist wichtig, dieses Zusammenspiel aus einzelnen Faktoren zu fördern, dass alles miteinander verzahnt ist und dass alles auch wirklich in einer Harmonie miteinander arbeiten kann. Erst wenn dieses Zusammenspiel wirklich gut ist, fühlen wir uns als Menschen gesund oder können auch unsere Lebensziele bestmöglich verfolgen. Keine Massage gleicht der anderen. Die Reise kann so sein, dass wir mit unseren Unterarmen den Körper massieren, die Muskulatur weich massieren. Das kann sein, dass wir sowohl sanfte Körperstreichungen machen, aber dass wir auch tief in der Muskulatur arbeiten, in die Faszien und immer wieder verbindend unterwegs sind, so dass diese Massage sich auch zu einem Zusammenspiel aus ganz verschiedenen einzelnen Faktoren zusammensetzt. Als Ausbilder für hawaiianische Körperarbeit schule ich vor allen Dingen Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Masseure. Ich biete aber auch Ausbildungen an für Menschen, die sich im privaten Bereich mit der Massage fortbilden möchten. Und es ist immer eine Mischung aus beiden Personengruppen. Und das ist gerade auch das Schöne an den Ausbildungen. Es geht eher darum, dass du nicht nur mit dem Kopf eine Massagetechnik lernst, sondern dass du mit deinem ganzen Menschsein lernst, dass du mit deinem ganzen Körper dabei bist. Und das ist für dich einfach großartig ist, Menschen zu begleiten, auch in ihren eigenen Lebensprozessen. Ich freue mich drauf, mit euch persönlich zu sprechen und ja, wir sehen uns.